So, jetzt geht's los. Wir haben noch ein bisschen ein Problem, aber das lösen wir jetzt. Und dann startet die Mission Matterhorn. Wenn die Ursi irgendwann einmal mir vertraut und auch zu mir kommt. Sie kontrolliert noch, welches Gleis. Jetzt geht sie lieber nochmal zur Touristinformation und fragt. Aber man könnte ja auch gleich sich auf den Helle verlassen. Aber da fehlt dann das Vertrauen. Warten wir mal, bis sie wieder kommt. Ich schalte euch so lange weg. So, jetzt sind wir oben am kleinen Matterhorn. Und das, was ihr im Hintergrund seht, da ist das Matterhorn. Ja, oder beziehungsweise nicht seht, das ist genau das Matterhorn. Vielleicht haben wir das Glück und es reißt noch ein bisschen auf, damit wir noch ein kleines bisschen davon erhaschen können. Aber
Im Moment ist nichts zu sehen. Auch ringsherum ist alles ziemlich bewölkt. Zum Glück ist es nicht so kalt. Es geht nur ein leichter Wind. Aber von daher geht's, gell? Aber tröstet euch, wir zeigen euch trotzdem Bilder vom Matterhorn. Weil wir waren 2008 schon mal am Konnergrat. Mhm. Und da können wir euch ein paar Bilder einspielen. Dann habt ihr noch was gesehen vom Matterhorn. Okay, können wir machen. Da steht es nämlich im hellen Sonnenschein. Ja. Wir gucken mal, was sich machen lässt. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, wie es hier so weitergeht. Gestern war wunderschönes Wetter, haben wir uns sagen lassen, alles frei sichtbar. Und heute haben wir das große Glück, dass sich das zugezogen hat, während wir hochgefahren sind. Ja, aber die Bahn hier hoch hat sich auch eigentlich schon gelohnt, oder? Natürlich, zumindest für die Bergbahnbetreiber. Ja. Wir haben nämlich 104 Franken pro Person bezahlt. Für hin und zurück. Stolzer Preis, aber es sind natürlich, ich glaube, wir sind mit vier Bahnen. Ich glaube, wir sind drei Bahnen. Dreimal sind wir umgestiegen, meine ich, oder? Drei Bahnen und ein Aufzug. Ah, okay. Also wir sind etwas gewandert noch zwischen den einzelnen Bahnen und mal schauen, vielleicht haben wir das Glück. Wir sind ja noch ein paar Minuten hier oben und vielleicht können wir noch ein bisschen was erhaschen. Okay. So, wir gehen in den Gletscherblast, Ursi. Wenn die Ursi die Karten gefunden hat. Gott sei Dank hat die Ursi immer die Karten. Meine Tasche ist so klein. Kannst du mir mal da aufmachen, dass ich da rein kann? Jawohl. Aua. So. Glacierpalast. Da muss man wieder mit der Bahn fahren. Wo sind wir, dass die Maske abnehmen? Wo steht das? Ich sag dir das. Hier ist Maske, keine Maske zu tragen Pflicht. Da bin ich mir nicht sicher. Doch. Ich bin mir sehr sicher. Da ist jetzt der Ding gewesen, den haben wir jetzt versäumt. Da ist. So, komm rein. Und? Brauchen wir nicht. Maske. Ja, das zieh sie an. Überall, wo du jetzt reingehst. Er glaubt es mir nie. Es ist jetzt überall. Er kann es nicht mehr erwarten, bis endlich die Maskenpflicht fällt. Und die Ursi ist dann so traurig, weil die trägt sie sogar. Ja klar, ich erstick fast. Ui. Da ist doch keine Maskenpflicht. Da. Auch Maskenpflicht. Überall Maskenpflicht. So, Ursi, nehmen wir euch mit. Und den Gletscherpalast bitte Maske anziehen. Ja. Tut uns leid, aber das ist einfach so. Das ist das Gletscherparadies und da sind wir tatsächlich im Gletscher drinnen. Das ist echtes Eis über uns. Kannst du hinlangen, das Eis? Ja. Nimmst du auch das Eis? Ja. Was wird man sehen? Ich nehme dich auch auf. Reines Gletschereis? Ja. Und so, wenn ich jetzt richtig gelesen habe, gehen wir da 15 Meter jetzt unterhalb von dem Gletscher. Also wir sind 15 Meter im Gletscher. Oh, ich krieg keine Luft. Wir sind 3800 Meter hoch, ja? Ja, und jetzt gehen wir noch 15 Meter tief rein. Ja. Also das ist schon interessant, das ist affenkalt, da sind Leute rumgelaufen mit kurzer Hose. Die haben das, glaube ich, alle schon bereut. Ganz
einsam in der Gletscherspalte. Hier hat es überall Gletscherspalte. Was ist da? Eiskultur. Aber ich konnte eigentlich auch über Bank filmen, oder? Ja. Gletschereis. Ist da eigentlich ganz gemütlich in so einer Gletscherspalte. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Pass auf, da sind überall Stufen, muss ich. Ja. Da hat sogar Tiere. Aus Gletschereis geformt. Könnten Wölfe sein? Nicht schlecht. Wir sind jetzt hier nämlich in einer Gletscherspalte. Und da sind auch künstlerische Werke zu sehen. Hier ist der Helle, er wartet auf mich. Kann man Bobfahrt fahren? Was kann man fahren? Lasche, ja. Und wo kommen wir dann da hin? Kommen Sie mal raus. Wo? Ne, hier. Hier geht's runter, Helmut, oder? Murmeli, also Murmeltiere. Ganz toll hergemacht. Reines Gletschereis. Das merkt man schon. Wir sind hier 3880 Meter hoch und es ist die höchste Bergstation Europas. Und man merkt es, dass man nicht so viel Luft kriegt. Und sie schnauft auch. Ja, ich habe jetzt die Maske auch abgezogen, weil ich wäre wirklich erstickt. Jetzt gibt's Rest in Natur. Ja, und Sauerstoff. Und Ossi, wie hat's Rösti geschmeckt? Einwandfrei. Das könnte man übrigens auch mal im Kostüm machen. Ist nämlich überhaupt nicht schwer. Haben wir schon gemacht, vom Aldi. Ja, eben habe ich meinen jetzt selber machen. Okay. Machen wir selber. Also es war auf jeden Fall ein nicht ganz preiswertes Vergnügen. Erstens mal sind wir in der Schweiz und zweitens sind wir hier über 3.500 Meter hoch. Und auf den war da hat es im Nebel. Aber man sieht trotzdem was. Ja, so ein ganz kleines bisschen. Und jetzt sind wir ganz allein fast auf der Aussichtsplattform. Ja. Hat sich hier anscheinend alles verlaufen oder sie sind vor lauter Frust alle nach unten. Wir waren ja jetzt in dieser Gletscherspalte, oder? Ja. Und das war echt super. Also schon alleine deswegen hat sich die Auffahrt hier gelohnt. Ja. Merke da was, mir schnaufelt immer noch, gell? Obwohl wir ja jetzt im Restaurant waren. Ja. Aber die Luft ist jetzt ganz schön dünn. Also 3880 Meter, das merkt man natürlich schon. Ja. Aber es lohnt sich, darauf zu fahren.
Und auch wenn die Aussicht mal nicht so gut ist, wie gesagt, wir stellen euch die Bilder zur Verfügung, dann seht ihr das Matterhorn. Oh, wir können ja nur ein paar Minuten bleiben und ja, vielleicht verzieht sich der Nebel noch. Ich aber nicht. Ja, es sieht eigentlich fast nicht so danach aus. Ja. Auf jeden Fall, also ich finde, der Ausflug hat sich für uns gelohnt, auch wenn wir jetzt nicht diese Sicht hatten, die wir am Gornergrat hatten. Das war wunderschön. Ja, am Gornergrat. Da ja, hatte man halt das Glück, wunderbares Wetter zu haben. Und gestern hätten wir es hier auch gehabt. Aber gestern konnte man ja noch nicht her, weil man das alles noch nicht. Ja, so ist es halt. Ja, man. Es ist halt nichts perfekt im Leben. Nein, und es war trotzdem sehr schön, finde ich. Absolut, absolut. Mhm. Herrlich. Schweiz ist herrlich. Ja, also kann ich beipflichten. Und es ist nicht der schönste Berg alleine. Also Matterhorn ist der schönste Berg für uns. Ja, ja, ist halt sehr markant. Aber es gibt sehr, sehr viele schöne. Also es gibt ja nur Saas-Fee und vieles andere, wo man anschauen kann. Also auch der Gornergrat ist natürlich super. Ja. Also Monte Rosa-Gebirge überhaupt wunderbar. Ja, du wolltest jetzt halt unbedingt aufs kleine Matterhorn. Ja, weil am Gornergrat war ich ja schon zweimal. Mhm. Und zwar immer mit einer anderen Frau. Ja, da höre das wieder, gell? Ja, das erste Mal und beides Frauen, die ich ins Herz geschlossen habe. Ja, immerhin. Das zweite Mal mit der Ursi und das erste Mal mit meiner Tochter, wie sie ein Mädel war. Ja, sind also auch schon einige Jährchen her, gell? Das würde ich so sagen, ja. Ja, genau. Und aber es lohnt sich immer wieder daher zu kommen, weil es ist einfach herrlich hier. Ja, und wir genießen das jetzt hier einfach noch ein bisschen und. Genau. Ja, und schauen wir mal, gell? Und hoffen, dass wir ein paar Bilder zusammengekriegt haben, damit ihr da auch was davon habt, ja? Ja. Matterhorn. Eine kleine Schneewaldschlacht. Ich weiß natürlich nicht, ob man das jetzt hier sehen kann auf dem Film, aber ich wollte es euch jetzt einfach mal zeigen. Hier drüben, fast ganz oben auf dem Eis. Eine 5-Personen-Seilschaft. Ja, also und das sieht jetzt eigentlich irgendwie schon ein bisschen gefährlich aus. Ja, also von hier aus könnte man gerade meinen, dieser Abhang, der rutscht irgendwann ab. Also solche Seilschaften sind schon mutig. Der Schneeberg da, ja. Ja. Schneeüberhang. Also, ja, und dann haben wir nochmal eine Seilschaft gesehen. Das ist da vorne die Viererseilschaft. Die da drüben, aber die könnten auf dem Rückweg sein. Ja. Wenn man das jetzt sieht. Mhm. Also für uns wäre es nichts. Nein, natürlich nicht. Wo keine Gondel hochfährt, fahren wir auch nicht hoch. So, wir haben jetzt gerade gesagt, wir verabschieden uns gleich von euch. Ja. Wir fahren auch nach unten, die Bilder zeigen wir euch noch. Klar, machen wir das auf jeden Fall. Und das war halt unser kleiner Ausflug zum Matterhorn. Ja, wir bleiben jetzt hier noch ein bisschen, weil die Sonne, die ist wunderschön und es ist nicht kalt eigentlich, gell? Jetzt ist es angenehm, ja. Für den Start, wir sind ja, glaube ich, über 3.500 Meter hoch. Und 3.880. Okay. Genau, 83. Und eben, es ist jetzt eigentlich wunderschön und das wollen wir jetzt noch ein bisschen genießen. Aber wir verabschieden uns jetzt hier von euch und hoffen natürlich, dass es euch genauso gut gefallen hat, wie es uns gefallen hat. Und wenn ja, dann gebt uns einen Daumen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns trotzdem auch einen geben. Aber natürlich auch nach oben. Dann das lieben wir. Das spornt uns an, neue Filme zu drehen. Und ja, für uns kriegt das kleine Matterhorn einen Daumen nach oben, denn das hat uns sehr gut gefallen. Ja, und was natürlich total empfehlenswert ist, das ist diese Gletscherspalte. Absolut. War hochinteressant. Also in dem Sinne, macht's gut. Wir melden uns wieder. Tschüss. Ciao. So, abwärts geht's. Ganz alleinig in der Bahn.
Jawohl, wow. Jetzt geht's los. Menschen, gilt bei der Benutzung der Bergbahnen eine Maskentragepflicht. Vielen Dank für die Verständnis und Rücksichtnahme. Pour votre protection et celle des autres voyageurs, le port du masque est obligatoire dans les remontées des pays. Wow, geh ich steil ab. Et de votre compréhension. To protect both yourself and others, it is compulsory to wear a face covering when using the lift facilities. Thank you for your understanding and consideration. Per la vostra protezione e quella degli altri utenti, vi ricordiamo che sugli impianti di risalita è obbligatorio indossare la mascherina. Grazie della vostra comprensione e del rispetto dell'obbligo. Also, jetzt geht's wieder abwärts. Wir sind jetzt ganz alleine in der Bahn. Mal schauen, vielleicht können wir noch ein bisschen was einfangen. Auf jeden Fall ist es sehr schön. Hat sich durchaus gelohnt, ja. Ja, und ich bin mal darüber schwenken. Ich glaube, der untere Teil vom Matterhorn ist sichtbar. Oder? Ja, könnte sein. Ja, klar. Das ist schon doch. Das links ist das Matterhorn da. Einen kleinen Teil, glaube ich, sieht man ja. Nichts zu sehen. Wahrscheinlich der Gletscher, in dem wir drin waren. Das ist, wie heißt der? Monte Rosa Gletscher, oder? Das ist das ganze Monte Rosa Gebiet. Gebiet, okay. Und ich denke auch, dass es dann der Gletscher entsprechend ist. Dann haben wir es doch noch.